Ein Crash in der S-Klasse. Wird dabei die Stufe 2 des Airbag-Systems ausgelöst, wird aus Sicherheitsgründen auch die Pyro-Sicherung gekappt. Um die Ladeleitung des Fahrzeugs zu sichern, haben wir im Fahrzeug zwei Sicherungen. Eine 400 Ampere Sicherung in der Vorsicherungsdose F32 und eine Pyro-Sicherung im Bordnetzsteuergerät N82 im Kofferraum. Im Crashfall besteht nun die Gefahr, dass die Leitung zwischen der Vorsicherungsdose F32 und dem Bordnetzsteuergerät N82 eingequetscht wird und somit auf Masse kommt. Die Pyro-Sicherung verhindert dann, dass es im Ladestromkreis zu einem Kurzschluss kommt und das Fahrzeug in Brand gerät. Das Fahrzeug kommt von der Karosserieinstandsetzung zurück. Im vorliegenden Fall sind jedoch alle elektrischen Systeme außer Betrieb. Müssen Sie als nächstes das Bordnetzsteuergerät aus seiner Einfassung lösen. Am Bordnetzsteuergerät. Jetzt noch die elektrische Leitung der Pyrosicherung an das Bordnetzsteuergerät stecken und die neue Pyrosicherung ist an ihrem Platz. Nachdem Sie wieder die Masseleitung an der Starterbatterie und an der Bordnetzbatterie angebracht haben, schließen Sie das Ladegerät an. Die Bordnetzbatterie lässt sich jetzt laden. Der Ladestromkreis zwischen Bordnetzsteuergerät N82 und der Vorsicherungsdose F32 ist geschlossen. Die Stromversorgung im Fahrzeug ist wiederhergestellt. Die Warnblinkanlage, das Licht und alle anderen elektrischen Bedieneinheiten funktionieren wieder.
Mm-hmm.